Liebe Follower, eine Woche geht schnell vorbei und ich bin wieder zurück mit einem neuen Rezept. Dieses Mal gibt's was Süßes und zwar eine Delikatesse aus Gotland. Gotland ist eine Insel vor Schweden, die einmal vor vielen Jahren deutsch sprechend war. Aber jetzt gehört sie zu Schweden und wir werden heute Safranspannkaker mit Salmbeer machen. Salmbeer ist eine blaue Himbeere, ist eigentlich nicht leicht zu bekommen, weil sie nur in bestimmten Landschaften in geringen Mengen wächst. Für den Pfannkuchen brauchen wir Milchreis, 3 Eier, Safran, Mandelsplitter, Staubzucker, Vanillezucker, Honig und zum Servieren dann Schlagobers und Birnbeer, das sind Brombeeren. Wir haben also eine Brombeermarmelade und natürlich Schlagobers. Vorbereitet haben wir das Backrohr auf 160 Grad, eine gut gefettete Backform. Der Milchreis sollte nicht zu kompakt sein, sondern er sollte ziemlich weich sein. Wir nehmen den Safran, die Mandelsplitter, etwas Staubzucker, etwas Vanillezucker. Wer möchte, kann etwas Zitronenschale hineinreiben und zum Schluss ein guter Schuss Honig. Viel Spaß macht. Das alles wird gut durchgemischt. Der Milchreis ist jetzt vom Safran schon schön gelb. Das letzte sind die gut verquirlten Eier. Und wieder einmal gut umrühren. Bis alles schön Milchreis gemischt. Und schon geht es in die Backform. Die nächsten 40 bis 50 Minuten wird der Safranspfannkuchen im Backrohr zubringen. Und zwar bei ca. 160 Grad, mittleres Blech und zwischendurch mal hineinschauen ist auch kein Fehler. Der Safranspfannkuchen ist jetzt fertig. Er hat eine schöne braune, knusprige Oberfläche. Er ist noch etwas weich in der Mitte, es wäre nicht schlecht, ihn noch einige Minuten rasten zu lassen. Wir servieren mit Birnbeermarmelade und mit Schlagobers. So elegant servieren wir dieses fantastische Gericht. Dazu trinken wir ein Glas Bio-Heumilch-Milch. Ich wünsche euch einen guten Appetit.